Hallo liebe 1000 PS-Fans, wir sind heute hier im Haus von BMW Wien Motorradzentrum für neue und gebrauchte Motorräder. Mein Name ist Florian Meisenbichler und ich möchte euch heute einige gebrauchte Motorräder von uns zeigen und fange jetzt an mit der R1200RT, eine BMW Boxer Tourenmaschine mit einer sehr, sehr langen Tradition und da gibt es jetzt noch einige Details von mir. Die R1200RT, so wie wir sie hier sehen, hat eine lange Tradition. Die hat in den 70er Jahren bereits begonnen mit einer R80RT oder R100RT, ist dann über die 1100RT Modelle, die 1150er und dann schließlich zur ersten 1200RT übergegangen. In der Form haben wir es jetzt in der aktuellsten Variante, das heißt noch mit dem Letztstand vom Motor. Und sie hat alle Qualitäten, die wir von einer RT erwarten. Die R1200RT ist ein Boxer-Tourenmodell, jetzt bereits in der fünften Generation. Gestartet hat die RT-Baureihe Ende der 70er Jahre mit den R80RT über die R100RT Modelle, dann schließlich die 1100er und die 1150er RT Modelle bis hin zu den R1200RT, die jetzt mittlerweile auch in der zweiten Generation sind. Das heißt, mit den RT-Modellen haben wir eine sehr traditionelle und lange Modellgeschichte schon. Und ich bin überzeugt, dass wir mit den Tourenfahrzeugen kombiniert mit dem Boxer-Aggregat auch noch sehr viele erfolgreiche Jahre haben werden. Die modellüberarbeitete R1200RT, so wie wir sie hier sehen haben, hat den 1200 Kubik Boxermotor verbaut mit 110 PS Leistung, 119 Newtonmeter. Also das ist der Grund, warum man sich für den Boxermotor entscheidet, nämlich das Drehmoment. Speziell bei der Maschine ist es, dass sie im Tourensegment die leichteste Maschine ist, nämlich mit einem Lebendgewicht von gerade mal 260 Kilo vollgetankt. Da sprechen wir aber von 25 Liter Tankvolumen, wo man wirklich tolle, beachtliche Reichweiten erreicht. Der Spritverbrauch bei der Maschine liegt bei etwa 5,5 Liter, das ist sehr realistisch und schon oft getestet worden. Noch speziell ist, dass es bei der Variante sehr viele Sitzbankmöglichkeiten gibt, nämlich auch von der höchsten Variante mit 84 cm bis hinunter 75 cm Sitzhöhen sind möglich und das ist in dem Segment ganz, ganz selten. Die R1200RT Modelle aus dem Modelljahr 2013 sind in drei Farben zu bekommen, nämlich zum einen in diesem Midnight Blue, wie wir es hier sehen, und dann gibt es noch ein Grau Metallic. Und ganz speziell im heurigen Jahr zum Jubiläum 90 Jahre BMW Motorrad gibt es ein schwarzes Modell, nämlich die 90 Jahre Edition von der R1200RT. Also ich sage für den Kenner und für den Sammler sicher ganz interessante Maschine. Wer sich für eine gebrauchte R1200RT interessiert, sollte einige Dinge beachten. Zum einen, die Fahrzeuge sind alle sehr gut ausgestattet, das heißt die RT-Modelle bringen alle ein elektrisch verstellbares Windschild mit sich. Das sollte auf jeden Fall funktionieren, weil das zum Komfort sehr, sehr viel beiträgt. Ganz wichtig auch, die serienmäßigen Seitenkoffer müssen bei jeder RT dabei sein, weil die bei Tourenfahrzeugen einfach unerlässlich sind. Von der technischen Seite her ist einfach der Motor auf Dichtheit zu überprüfen und wer zumindest im ersten Jahr viel Freude haben will mit seiner Maschine, sollte zusätzlich auch noch die Bremsanlage überprüfen. Die hat aufgrund der starken Bremsleistung ab und an einen höheren Verschleiß. Da sollte man einfach drauf schauen. Weitere Tipps von der technischen Seite von mir. Bei Fahrzeugen, die die 60.000, 70.000 Kilometer Marken erreicht haben, das sollte man Hauptaugenmerk auf die Kupplung legen, weil in dem Bereich ist zu erwarten, dass die Kupplung bereits erneuert werden sollte. Und weiters, wir haben bei unseren Fahrzeugen einen Kardanantrieb, das heißt, es ist Fahren ohne Pflege quasi möglich, aber natürlich sind Dichtungen verbaut, das heißt, der Kardanantrieb ist natürlich auch auf Dichtheit zu überprüfen. Wenn man eine RT in Betrieb nehmen will, ist das ganz einfach, Schlüssel umdrehen und im Leerlauf kann dann sofort am Startknopf gestartet werden. Zusätzlich habe ich auf meinem Informationsdisplay die wichtigsten Daten abrufbar. Zum einen über den Bordcomputer, den ich hier auf dem Infoschalter schalten kann, die bewährten Sachen wie eine permanente Restreichweitenkontrolle, Durchschnittsgeschwindigkeitsanzeige, Durchschnittsverbrauchanzeige und je nach Ausstattung der Maschine optional Reifendruckanzeige,
Dazu kommen natürlich die obligatorische Kilometeranzeige mit zwei Tageskilometernzählern, genauso wie eine Tankanzeige, Temperaturanzeige und auch eine Ganganzeige. Die Maschine ist zusätzlich mit dem BMW Radio ausgestattet worden. Die Bedienelemente sehe ich hier. Und dazu hat man hier noch ein Drehrad, wo man sehr komfortabel das Radio bedienen kann. Das heißt Sender weiterschalten und auch die Lautstärke regulieren. Zusätzlich zu der automatischen Lautstärkenanpassung, die geschwindigkeitsabhängig funktioniert. Das Radio wird ergänzt bei dem Modell durch einen extra Anschluss, zeitgemäß für USB oder Klinkensteckeranschluss, um über Handy oder iPod auch die Musik während der Fahrt hören zu können. Bei der R1200ED gibt es viele Möglichkeiten, das Fahrzeug zu individualisieren. Wer sich für eine Maschine in der Kategorie entscheidet, hat vom Werk oft schon sehr komplett ausgestattetes Fahrzeug bekommen. Wer dennoch spezielle Sachen sucht oder auf Touren geht, ergänzt meistens noch durch ein Topcase, um einfach mehr Stauraum zu halten. Da gibt es zwei Varianten dazu. Weiters gern genommen, bei den Maschinen sind im Normalfall noch Zylinderschutzprotektoren, leider hier nicht verbaut, oder eben Motorschutzbügel, der über das Zubehör bestellt werden kann. Ansonsten sind bei der Maschine wenig Tuning- oder Tuning-Varianten notwendig. Wer sich für gebrauchte Fahrzeuge von der R1200RT-Baureihe interessiert, kann die bereits ab einem Preis von etwa 11.000 Euro bekommen. Die 1200er Baureihe hat gestartet im Jahr 2005, ist nach wie vor aktuell mit kleinen Retuschen technischerseits und optischerseits. Wer es genau wissen will oder wer sich mal informieren will, was alles verfügbar ist, kann gerne über die Motorradseite von BMW Wien auf unsere gebrauchten Fahrzeuge zugreifen oder gegebenenfalls bei uns im Shop anrufen und direkt im Gespräch sich informieren. We'll be right back.